Selten wurden die Schweizer Medienangebote so intensiv genutzt wie in den letzten 4 Monaten. Gleichzeitig hagelte es Kritik. Die Berichterstattung sei zu regierungsnah, zu unkritisch, zu einseitig, zu angsteinflößend und alternative Ansichten kämen kaum zu Wort. Wie lässt sich die Leistung der Medien in der Corona-Krise bewerten? Ich möchte anhand von 3 positiven und 3 negativen Aspekten einige Stärken und Schwächen der Corona-Berichterstattung thematisieren. Mein Name ist Matthias Zehnder und das ist mein Wochenkommentar. Diese Woche meine kleine persönliche Corona-Medienkritik. Die Medien. Kaum je haben wir sie so intensiv genutzt wie in den letzten Monaten. Kurz vor den Sommerferien ist es Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Wie gut war sie nun, die Leistung der Medien in der Corona-Krise? Ich schildere Ihnen im Folgenden, was mir in den letzten Monaten besonders gut gefallen und was mich besonders gestört hat. Und ich versuche daraus, einige allgemeiner gültige Schlüsse zu ziehen. Am besten gefallen haben mir in den letzten Monaten die Medienkonferenzen des Bundes. Sie waren für mich die wichtigste Informationsquelle in der Krise, diese Live-Übertragungen der Medienkonferenzen des Bundesrats und die Point de Presse der verschiedenen Abteilungsleiter. Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse consacrée aux décisions du jour sur le thème du coronavirus. Ich habe viele dieser Medienkonferenzen jeweils per YouTube live verfolgt oder im Nachhinein angeschaut. Im Zentrum standen für mich dabei aber weniger die ausführlichen Informationen der Fachleute des Bundes und der Bundesräte. Zum Highlight wurden diese Medienkonferenzen, weil die Medienvertreter dabei Fragen stellen konnten. Dass sich die Bundesräte jeweils live den Fragen der Medien stellten, das kann man, zumal in einer Krise, gar nicht hoch genug schätzen. Es kam vor, dass Gesundheitsminister Alain Berset vor laufender Kamera zugeben musste, dass ein Problem noch nicht gelöst, eine Frage bisher noch nicht gestellt wurde. Daniel Koch, der Covid-19-Delegierte des Bundes, pflegte in solchen Momenten zu antworten: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die Medienkonferenzen des Bundes waren dieser Fragen wegen nicht einfach Staatsfernsehen, kein tumbes Bundesbroadcasting. Die anwesenden Journalistinnen und Journalisten waren ebenso wichtige Protagonisten der Medienkonferenzen wie die Bundesräte und die Bundesfachleute. Es ist schade, dass von der kritischen Haltung der Journalisten während der Medienkonferenzen manchmal scheinbar wenig in die Berichterstattung eingeflossen ist. Mein zweites positives Beispiel ist der Podcast von Christian Drosten. Die Medienkonferenzen des Bundes, die waren wichtig im Hinblick auf die Entwicklung der Pandemie in der Schweiz und darauf, wie Bund und Kantone reagieren. Sachlich war und ist der Corona-Podcast des NDR mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, meine wichtigste Informationsquelle. Drosten ist nicht einfach Virologe, sein Forschungsspezialgebiet sind Coronaviren. Im Gespräch mit der Wissenschaftsredaktion des NDR hat er in den Podcasts immer wieder virologische Vorlesungen gehalten, Zusammenhänge erklärt und Entwicklungen eingeordnet. Vor allem aber hat Drosten immer wieder gesagt, wo seine Grenzen liegen, was man derzeit nicht weiß, weil zum Beispiel die Daten fehlen. Ich habe durch diesen Podcast viel über das Virus gelernt und mir gefällt die sorgfältige und präzise Art und Weise, wie Drosten denkt und spricht. Im Umkehrschluss fehlt mir genau das in vielen Berichten und auch in vielen Äußerungen von Politikern. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist erschreckend, wie schlecht viele Medien zwischen Wissenschaft und Politik differenzieren, ganz zu schweigen von der Differenzierung zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wie Virologie, Epidemiologie oder Immunologie. Das dritte positive Beispiel ist die Wissenschaftsredaktion von Radio SRF. Eines haben die letzten Monate gnadenlos aufgedeckt. Um den Wissenschaftsjournalismus ist es in den meisten Schweizer Medienhäusern schlecht bestellt.
Es gibt kaum noch Medien, die Fachleute für medizinische oder biologische Themen beschäftigen. Allenfalls sind Wissenschaftsredaktoren am Start, die vom Mobiltelefon bis zu Menstruationsbeschwerden für alle Themen zuständig sind, die auf den einschlägig mit Leben oder Wissen betitelten Seiten abgehandelt werden. Die große Ausnahme ist die Wissenschaftsredaktion von Radio SRF. Dabei hilft es natürlich, dass Thomas Häusler, der Leiter der Wissenschaftsredaktion, selbst einen Master in Biochemie hat und in dem Bereich auch promoviert hat. Auf den verschiedenen Sendern von Radio SRF haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wissenschaftsredaktion immer wieder Auskunft gegeben und sie haben intern die Journalistinnen und Journalisten von SRF auch beraten. Auch deshalb hat die Berichterstattung über die Corona-Forschung auf Radio SRF ein hohes Niveau und kommt angenehm unaufgeregt daher. So, kommen wir zu den negativen Beispielen. Als erstes möchte ich die Grafiken nennen, die Tickermeldungen, Kurven und Balken, mit denen Medien Angesteckte und Tote zeigen wie Tore in einem Fußballspiel. Dabei suggerieren die Medien eine Genauigkeit, die nicht existiert, ganz zu schweigen davon, dass die Zahlen verschiedener Länder kaum vergleichbar sind. Denn erstens hängt die Zahl der gemeldeten Fälle stark davon ab, wie intensiv die Bevölkerung in einem Land getestet wird. Und zweitens melden die Zahlen lediglich Laborbefunde und die sind unterschiedlich präzis. Kurz, diese farbigen Kurven- und Balkendiagramme gehen mir auf den Keks. Sie gaukeln Genauigkeit vor, wo keine herrscht und reduzieren Tote und Infizierte auf die Sprache der Sportberichterstattung. Zweiter Negativpunkt, die ärgerliche Skandalisierung. Ich ärgere mich immer wieder über die Neigung vieler Medien zur Skandalisierung. Klar, so holt man Aufmerksamkeit. Es ärgert mich trotzdem. Zum Beispiel die Sache mit den Hamsterkäufen. Die vielen Berichte über angeblich leere Regale haben Hamsterkäufe wohl erst richtig ausgelöst. Die Katastrophenberichterstattung aus Norditalien hat mehr erschreckt als informiert. Nein, Skandalisierung ist gerade im Umgang mit einer Katastrophe ein schlechtes Rezept. Zumal mit der Zeit das einsetzt, was ich als Hirtenjungenphänomen bezeichne. Sie erinnern sich sicher an die Fabel bei Aesop. Einem Hirtenjungen ist es beim Schafehüten auf der Alp langweilig, deshalb ruft er, der Wolf komme. Die Dorfbewohner eilen mit Missgaben bewaffnet auf die Alp, aber da finden sie nur den lachenden Hirtenjungen. Einige Tage später ist es dem Hirtenjungen wieder langweilig, wieder ruft er, der Wolf komme, wieder eilen die Dorfbewohner vergeblich auf die Alp, wieder lacht da nur der Hirtenjunge. Und dann kommt einige Tage später der Wolf. Das ist das Hirtenjungenphänomen. Wer zwei, dreimal ohne Anlass nach Aufmerksamkeit schreit, dem wird sie nicht mehr zuteil, auch wenn der Anlass ernst ist. Der dritte negative Punkt ist die Personalisierung. Klar, das Personalisieren ist in den Medien ein wichtiges Mittel, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erlangen. So wurde Daniel Koch, der Covid-19-Delegierte des Bundes, zu Mr. Corona gekrönt und der Immunologe Beda Stadler wurde zur Stimme der Vernunft stilisiert. Statt sich sachlich mit einem Thema auseinanderzusetzen, portierten die Medien Experten und stellten sie auf ein Podest. Das ist weder dem Thema noch den Personen zuträglich. Denn der nächste Schritt folgt so sicher wie das Amen in der Kirche. Haben die Medien einen Mann, es sind meist Männer, einmal auf ein Podest gestellt, fragen sie sich als nächstes, was fällt dem ein, sich da auf ein Podest zu stellen und holen ihn vorwurfsvoll wieder vom Podest herunter. So ist es Daniel Koch ergangen, so wird es weiterhin Menschen ergehen, die von den Medien aufs Podest gehoben werden. Die Zeitungen von CH Media haben am letzten Montag auf einer Seite die meistzitierten Experten bewertet. Wie gut sind unsere Corona-Erklärer, fragte unter anderem die BZ Basel. Bewertet wurden die Leistungen von Beda Stadler, Marcel Salate, Marcel Tanner, Pietro Vernazza und Christian Althaus. Lustig ist, dass unterschwellig die hohe Medienpräsenz der fünf Männer kritisiert wird. Dabei hätten es die Medien ja selbst in der Hand, andere Experten und vor allem auch Expertinnen ins Spiel zu bringen. Den Klicks auf der Website ist aber eine saftige Schlagzeile mit einem Zitat von Beda Stadler zuträglicher als ein differenziertes, erklärendes Statement einer Virologin. Ich komme zu meinem persönlichen Fazit. Ich konnte mich auch in den Zeiten des Lockdowns in der Schweiz immer umfassend informieren. Auch deshalb, weil Medienkonsumenten heute nicht mehr nur auf die klassischen Medien angewiesen sind, sondern sich über das Internet, auch international, viele Quellen erschließen können.
Gerade im Bereich Wissenschaftsjournalismus wird bei vielen Medien die dünne Personaldecke heute sichtbar. Ich wünsche mir, dass die Medien künftig ehrlicher mit den Grenzen umgehen. Mit den Grenzen dessen, was man wissen, was man zählen und was man voraussagen kann. Ich glaube, viele Journalisten unterscheiden zu wenig zwischen Wissenschaft und Politik. Mit wissenschaftlichen Fragen kann man nun mal nicht so freihändig umgehen wie mit politischen Themen. Da wünsche ich mir mehr Expertise, mehr Präzision und mehr Zurückhaltung. Das war's für heute. Abonnieren Sie meinen Wochenkommentar hier auf YouTube oder über meine Webseite. Dann hören wir uns bald wieder. Alles Gute!